Romantik. Da ist wieder die Ruth Achillien, dein Coach für mehr Lebensqualität. Heute ein paar Minuten zu spät, Entschuldigung. Ein Thema, das vielleicht nicht so ganz zum Lachen ist. Und zwar dieser 24/7-Stress, den wir uns unterwerfen, irgendeine Ausrede haben, dass dann das halt eben nicht so ist. Aber ich würde sagen, heute machen wir mal ganz klar Mobbing, Psychoterror. Wo fängt dann der eigentlich an? Und wer wird gemobbt und warum wird gemobbt? Und wer ist Opfer, wer ist Täter? Ich war jetzt 2 Tage unterwegs und die Sonne hat mich auch ein bisschen sehr geküsst mit einem Hund. Kam oft bei Menschen vorbei mit Kindern. Und da ist mir wieder einmal mehr aufgefallen, dass sich die Eltern nicht bewusst sind, was sie ihren Kindern für einen Wert mitgeben. Angefangen damit, wenn das Kind Danke sagen soll und es gibt die rechte Hand, respektive die linke, und dann sagt die Mutter, gib das schöne Händchen. Was ist dann da an diesen 2 Händchen anders? Das eine ist rechts und das andere ist links und eines Rechtshänder, das andere ist Linkshänder. Oder wenn das Kind gar nicht die Hand geben will, aber strahlt, wie wenn Geburtstag und Weihnachten und alles auf einmal wäre und komplett die Sprache vergisst. Oder auch mit diesem Hund. Da laufe ich vorbei und der Hund ist wirklich sehr gut erzogen und ich habe ihm dann gesagt, okay, er soll sich hinsetzen, weil da ganz viele Kinder kamen. Und dann habe ich ihm gesagt, ihr dürft schon den Hund streicheln, aber bitte fragt immer vorher, weil nicht alle Hunde mögen Kinder. Und umgekehrt. Da kommt ein Vater angerannt und sagt zu einer 2-Jährigen mit Helm auf dem Kopf auf dem Spielplatz, du weißt, was ich davon halte. Ich habe gedacht, ich weiß nicht, ich wäre ihm am liebsten um den Hals gesprungen. Wenn man so beobachtet, also wenn ich beobachte, und auch auf den sozialen Medien, das muss ich euch jetzt wirklich vorlesen. Man sucht die Schuld immer beim anderen. Aber Lebensschule Nummer 1 fängt zu Hause an. Wenn das Kind keinen Selbstwert hat, wenn es auf eine Aussage, ich will auf den Mond fliegen, die Antwort bekommt, ja, aber dann musst du in Deutsch noch besser werden und im Rechnen, sonst kommst du da nicht dahin. Wie viel Selbstwert wird das Kind haben? Und es werden vorwiegend Menschen mit wenig Selbstwert gemobbt. Und die Mobber, die tun sich auch nicht einfach. Die leben auch ein Leben lang damit und haben eine sehr, sehr große Rate, irgendwo abzustürzen. Und zwar wirklich in die Kriminalität, in Drogen und in Alkohol. Mädchen neigen dazu, Partner auszusuchen, die dann eben genau dasselbe machen, was sie schon zu Hause erlebt haben, immer runter machen. Nein, unterstützt eure Kinder. Und wenn ich euch jetzt das hier vorlese, diesen Text, bei Kindern in der Schule fängt es an, bei Erwachsenen bei der Arbeit geht es weiter. Traurig, dass man es so weit kommen lässt. Weiß nicht, was daran cool ist, andere zu mobben. Mobbing ist nicht in Ordnung, egal in welchem Alter. Wunden heilen, aber die Erinnerungen bleiben ewig. Auch Auslachen fällt bereits unter Mobbing. Und jetzt kommt das Größte, oder? Ich würde gerne 3 meiner Freunde sehen, die diesen Post gegen Mobbing kopieren und einfügen. Nur 3 Freunde, ich bin gespannt. Auf diesen Text hier habe ich 2 oder 3 Reposts gefunden. Ich habe einen Kommentar gefunden, da eine so ganz traurig schreibt, ja, das ist heute halt so. Ich bin schockiert. Ich bin echt schockiert. Weil Mobben und gemobbt werden, das ist wirklich etwas, dass man zu Hause schon steuern kann. Also es kommt von zu Hause. Was glaubt ihr, welches Kind
wird als Erwachsene nicht gemobbt. Derjenige, der sagt, ich fliege auf den Mond, egal was ihre Eltern mir sagt, oder das andere sagt, ja, ich würde auch gerne, aber ich weiß, ich bin halt zu dumm, ich kann halt nicht so gut rechnen und ich kann halt nicht so gut schreiben. Wer glaubt ihr, wird mehr Selbstwert an den Tag legen? Ist eigentlich klar die Antwort, oder? Und dann eins vergesst die Eltern alle eigentlich, was auf den internationalen Plattformen, auf den Social Medias alles geschieht. Wenn ein Kind keinen Selbstwert hat, dann findet es zwei oder drei, die das auch nicht haben. Und dann zusammen sind sie stark und dann gehen sie auf ein Kind los. Das ist dann nicht mehr einfach ein bisschen, wir haben immer gesagt, ja, Schlötterlik hinterherhanken. Nein, das wird dann wirklich schon von Spucken und Schubsen und Ausschließen und alles Mögliche. Da gibt es in der Schule, wenn es dann eben schon so weit ist, meist, es gibt da ganz klare Linien. Man nennt das so, das nicht, wie sagt man, nicht ein Schuldigen suchen, sondern Gemobbte und Mobber zusammen sich Werte suchen. Was aber auf dem Internet abgeht, liebe alle, egal wer du jetzt bist, woher, dass du zuschaust, es gibt einfach keine Ausrede mehr. Ich komme halt da nicht klar. Dr. Google hat auf alles eine Antwort. Man kann da wirklich alles eingeben und man muss sich nicht mit Problemen auseinandersetzen, die irgendjemand vorher schon hatte. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man Bescheid weiß, was die Kinder machen. Ein Handy in die Finger drücken, so einfach. Ich bin nicht für Kontrolle von morgens bis abends, aber ein Kind braucht einen Rahmen und es muss wissen, was es macht und erst recht die Eltern. Es muss ganz klar, wie beim Fernsehen auch, da hat es Sendungen, die nicht für Kinder geeignet sind. Man kann einen Kinderschutz reinmachen, auch auf dem Internet. Es ist so schnell möglich, dass ein Mädchen sich irgendwie auf dem Internet mit älteren Männern, mit den Jungs genau das Gleiche spielt, wie keine Rolle das Geschlecht. Wichtig ist, dass das kontrolliert ist, dass man weiß, was die Kinder tun. Und wenn man weiß, was die Kinder tun, dann sind sie auch geschützt vor Scammern. Also solche, die dann wirklich, die sogar uns Erwachsenen da reinziehen können, weil es gibt ja jedes Jahr immer noch so viele Frauen und Männer, die ihr ganzes Vermögen verlieren, weil irgendjemand ihnen den Schmus gebracht hat. You are my soulmate. Sie haben einander nie gesehen, nie kennengelernt, wissen nicht, ob die Chemie stimmt und überweisen Geld und alles Mögliche. Und dieser Lauf, das fängt zu Hause an. Ganz klein. Und das geht wirklich, bitte, ich bitte euch, alle Eltern, ob CEO, Teamleiter, Straßenarbeiter, ist sowas von egal. Unterstützt die Kinder in alles, was sie machen möchten. Gebt auf eine klare Frage eine klare Antwort. Nicht wenn es, nein, weil Kinder haben so eine Tendenz, ja. Die haben wirklich eine Tendenz, immer dann etwas zu wollen, wenn man am Telefon ist, an der Kasse steht und gerade nicht kann. Und dann wird immer nein und dann noch irgendwas hinterher. Das Kind hört das nicht. Geht mit gutem Beispiel voran. Zeigt, wie ihr zusammen als Paar redet. Wie ihr mit anderen Menschen redet. Und von ganz klein auf. Es kann nicht sein, dass ihr über die Straße geht, 5 Meter neben Fußgängerstreifen und euch nachher wundert, wenn das Kind angefahren wird. Ihr müsst vorausgehen, ist egal, was es ist. Ja, und ich weiß, man hat nicht immer gleiche Laune. Ich hatte auch mit meiner auch Streit. Aber dieses Aufwachsen ist wirklich so was von enorm wichtig, dass eben dieses Mobbing nicht passiert. Dass ein Kind versteht, was es tut, dass es Selbstwert hat und weiß, ich kann Fahrrad fahren. Und nicht, wie mein Nachbar das vor Jahren gemacht hat, dem Kind wirklich so eins geknallt hat, dass es vom Fahrrad gefallen ist, weil es nicht gerade geschnallt hat.
Vielleicht hat das Kind Gleichgewichtsstörung, keine Ahnung, es konnte einfach nie Fahrrad fahren und der Vater ist so wütend geworden. Nein. Bitte, liebe Eltern, Mobbing und Psychoterror, das fängt schon im Elternhaus an. Gebt euren Kindern Selbstwert. Und wenn ihr jetzt wissen möchtet, wie man das machen kann, wie man die Kinder ja ruhig werden lassen kann, wie sie wieder strahlen, auch Eltern, dann die Access Bars. Es gibt wirklich nichts Besseres. Es macht das Leben offen. Es eröffnet alle Möglichkeiten für ein Leben, wie du dir es wünschst. Ich würde dich sehr gerne willkommen heißen in deinem Leben, das du bis jetzt eben gelebt hast, in den Sprung ins Neue. Und was immer das jetzt nicht erlaubt, dass du jetzt dich auseinandersetzt mit dem ganzen Thema, willst du das zerstören und umkreieren? Ja? Okay. Right and wrong, good and bad, pork and pot, all nine shorts. Boys and Beyonds. Das war ein bisschen ein schwieriges Thema, so für am Montag. Also. Aber ihr wisst, ich bin immer für mehr Lebensqualität, für Offenheit und für Klartext. Nicht dramatisch, pragmatisch. Tut was, meldet euch. Ich freue mich und bis morgen. Einen wunderschönen Montag.